Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich nochmal einen Adventskalender für euch und zwar dieses Mal wieder ein relativ leichter und der nicht ganz so aufwendig ist. Ich würde sagen, wir fangen gleich an und was ihr für den Adventskalender benötigt, ist einmal Motivpapier. Das hat die Maße 13,5 x 13,5 cm. Daraus werden wir jetzt kleine Briefumschläge basteln. Und ich habe mir eine total simple Falttechnik von dem Briefumschlag eben ausgesucht. Und zwar, ich werde mir einmal die Ecken auf Ecken setzen, werde aber nicht komplett durchziehen, damit die Falz ist, sondern einfach nur in der Mitte ein bisschen drücken. Mach das Ganze auf. Und mache das auf der anderen Seite gleich noch einmal. So. Und jetzt weiß ich, wo hier die Mitte ist. Dann nehme ich mir eine Ecke her und gehe an den Mittelpunkt und gehe noch so, ich sage jetzt mal 2-3 mm über den Mittelpunkt hin. Also so, ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Also hier ist eigentlich der Mittelpunkt ungefähr und ich bin darüber hinausgegangen, also ungefähr so 2 mm. Dann mache ich das fest mit meinem Falzbein, drehe mir das Ganze, nehme die andere Ecke und falte die so entlang, dass wenn ich hier einmal nach oben gehe, dass die Diagonale hier eine gerade Linie wird. Gehen wir auch wieder mit dem Falzbein drüber und ihr seht, das hier ergibt eine ganze Linie. Dann öffne ich mir diese Seite wieder, drehe mir das Ganze um, damit das Dreieck, was ich gefaltet habe, in die Innenseite nach oben zeigt und nehme mir meine gegenüberliegende Seite her und gehe auch dann 2-3 mm über den Mittelpunkt hinaus und falte es hier wieder schön fest. Also ihr seht, wenn ich die Ecken bis zum Mittelpunkt falten würde, dann würden sich diese Ecken hier auch so treffen. Tun sie nicht, sie überschneiden sich, weil wie gesagt, ich darüber hinausgehe. Dann nehme ich mir meine Klebemaus her und verbinde jetzt die zwei Ecken hier miteinander und habe nur an der Ecke ein bisschen Klebstoff hingemacht und drücke das gut fest. Und dann nehme ich den unteren Teil, mache da das genau das gleiche und falte es nach oben. Jetzt nehme ich noch die obere Seite her. Da schaue ich auch, dass ich ungefähr so 2-3 mm drüber falte über den Mittelpunkt und fertig habe ich meinen Briefumschlag. Wenn ihr das Ganze 24 Mal gemacht habt, dann kommen wir eigentlich schon zu dem gestalterischen Teil. Ich habe die 24 ein bisschen größer gemacht, weil ich mir überlege, was ich da noch zusätzlich hineintun werde. Weil ich werde den kompletten Adventskalender mit Tee befüllen, weil ich diesen meinem Vater schenken möchte und er liebt Tee über alles. Um überhaupt den Adventskalender zu befestigen irgendwo, habe ich mir wieder ein Stück Pappe hergenommen. Es ist dieses Mal sehr, sehr lang, wie ihr hier seht, weil ich möchte das Ganze so arrangieren, damit es aussieht wie ein Tannenbaum. Ich werde einmal 5 Reihen unten machen, nochmal 5, dann gehe ich auf 4, 3, 2, 1. Dann bleiben genau noch 2 übrig, 4 übrig und die werde ich unten sozusagen als Stamm gestalten. Ich mache jetzt das Ganze einmal, ich lasse ein bisschen Musik laufen, mache ein bisschen einen Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns auch gleich wieder.
seht jetzt, dass mir hier der Platz nicht mehr reicht. Ich werde das jetzt ganz geschickt anstellen. Und zwar, ich werde mir hier jetzt gleich diese Quadrate rausschneiden und werde sie hier oben einfach mit ansetzen, damit ich dort einfach gleich weiterbauen kann. Das mache ich gleich. Und zwar nehme ich jetzt mein Cuttermesser und mein Lineal her. Setz mir mein Lineal gleich an, nehme mein Cuttermesser und schneide mir, wie gesagt, gleich die Rechtecke aus. So, meine Lieben, mein Baum ist jetzt soweit fertig. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist einmal befüllen, weil ich habe meine ganzen Teesachen schon lange hier in meinem Bastelzimmer rumfahren. Und dekorativ sage ich nur, ich mache Zahlen natürlich hin. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich habe ja diesen Sheet hier, ja, wo ich schon bei dem allerersten Adventskalender hergenommen habe. Und da habe ich so viele Zahlen übrig. Ich werde die mir, glaube ich, einfach nur auseinanderschneiden und dann einzeln so draufkleben. Und für den Verschluss habe ich mir diverse Weihnachtsmotive, die auch schon uralt sind, die nehme ich her und klebe einfach zu. Und da kann man es ablösen und rausholen, die Sachen. Ja, meine Lieben, das war jetzt mein dritter Adventskalender 2018. Ich hoffe, die Anleitung war verständlich und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich werde euch zum Schluss noch einige Bilder einblenden von dem Gesamtkonzept und in dem Gesamtergebnis. Und ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Tschüss!